Hallöchen. Hi. Na, wie geht's dir? Gut. Selbst? Sehr schön. Ja, alles super. Ich bin hier, also. Lange nicht gesehen. Ja, ich freue mich, dich fertig zu machen. Werden wir ja sehen. Viel Lachen ist doch mein Motto. Ja, und das macht nicht ja gewinnen, lachen. Genau, ja, das ist doch eine super, super ja Sache. Freue ich ja mich, dass du das so siehst. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Ja. Cool, danke schön. Dann stelle ich dir direkt eine Frage, ja? Schieß los. Was sagt der Kannibale, als man ihn fragte, was er in Ostdeutschland macht? Ossis essen. Nein, ich angel Sachsen. Ja? Ich angel mir in Sachsen. Ja. Wie heißen Frauen, die immer ganz distanziert sind? Kann Nina. Sehr gut. Okay. Ah, nicht schlecht. Welche Zahncrememarke empfiehlt, Brot nimmer ohne weitere Zutaten zu essen? Weiß ich nicht. Blendax Anti-Belag. Ja. Das ist korrekt. Wie löst du das Problem, wenn bei deinem Rolls-Royce die Hupe kaputt ist? Du quietschst? Nee, mit einem Hubschrauber. Cool. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, die machen das so. Ich habe eine Info für dich. Mhm. Serien zu bingen ist immer eine folgenreiche Entscheidung. Ja, das kam beim Publikum an, ne? Ja. Was könnte dir im schlimmsten Fall bei einem Handstand passieren? Dass du dich Hals über Kopf verliebst. Okay. Ja, der Witz war für jemand anders gedacht. Ah, okay. Musst du dir nochmal aufsparen. Na gut. Welcher deutscher Sänger ist laut Umfragen der süßeste? Stevia Naidoo. Ja, mag sein. Schmeckt auch gut im Kaffee. Mhm. Wo fährt man mit einem kranken Wagen hin? In die Werkstatt. Richtig. Ja. Das war jetzt verloren, aber... Viel Lachen. Ja. Wie nennt man einen gewaltsamen Einbruch im Porzellanladen? Weiß nicht. Organisiertes Zerbrechen. Ja. Mhm. Wo kann man etwas über Oralsex zwischen Toiletten und Türen lesen? In der Zeitung? In der Klolektüre. Ah, oh, okay. Hauptsache, du lachst selber drüber. Ich sag ja, viel Lachen ist mein Motto. Ja, super, sehr gut. Auf welchem Schulfach basiert das gesamte Yoga? Gymnastik. Nein, Mathe. Ja. Das ist klar. Stimmt. Ja. Fakt. Warum machen Terroristen die besten Partys? Die feiern bis zum Anschlag. Wer hier lacht, kriegt den Buckel schwarz. Naja, wo wir gerade bei Terroristen sind. Was haben die Twin Towers mit den Geschlechtern gemein? Wenn ein Flugzeug reinfliegt, stürzen sie ein. Ja, naja, früher waren es zwei. Heute ist es ein sensibles Thema. Mega. Oh. Mega. Das ist ja auch einfach Fakt. Manchmal ist die Wahrheit immer lustig. Ja, was bleibt dir, wenn du eine Gehirnhälfte amputiert bekommst? Die andere. Halbwissen. Schön. Immerhin. Ja, okay. Ich wurde mal gefragt, ob ich die Geschichte von dem Fahrradfahrer ohne Arme kenne, bei dem immer Passanten im Weg standen. Er sagt ja. Ich sagte, nee, da klingelt nichts.
Ja. Was hat der verrückte Professor gesagt, als er damals den Alkohol gefunden hat? Schmeckt nicht. Oha. Hat er einen sitzen oder was? Chemische Formel für Alkohol. Ah. Witze werden immer gut, wenn man sie erklärt. Ja. Wie gut ging es dem Puff voller Alkohol abhängiger Prostituierte? Sehr. Naja, das Geschäft lief auf vollen Huren. Warum lache ich über so einen Scheiß? Du hast gelacht. Ja, warum lache ich über so einen... Was fragt dich dein Kumpel über deine Freundin in der Kneipe, wenn du mit da reinkommst? Ich habe keine Freundin, ich weiß es nicht. Kandidaten? Na, cool. Ja, das ist cool. Warum konnte der Adidas-Fanboy seine sauberen Fenster nicht ertragen? Schmutzig. Liebt schmutzig. Er liebt so richtig dreckig. Er liebt es, wenn es so richtig dreckig ist. Okay, nein. Gibt das jetzt einen Punkt? Nein. Das aber. Ja. Naja, die waren streifenfrei. Das kriegst du zu rechten Punkt. Hast du hier verdient. Wo machen gestresste Würmer Urlaub? Wurmkur. Was? Okay, geil. Ding, ding, ding. Ja. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren. Uns findet ihr auch auf TikTok, Instagram, Facebook und natürlich auf YouTube.